So, hi und hallo mal wieder. Und ja, ihr habt richtig gelesen. Und ja, ihr seht richtig. Nämlich gar nichts. Das ist sie nun. Die brandneue und aktuelle Boom Magazin Nummer 5 2019 für rund 4 Euro. Also genauer gesagt 3,99 Euro. Und womit? Mit einem Waki-Naki-Schwert. In echt sind das ja die ganz dünnen Schwerter, die ziemlich scharf sind. Und hier eben als Plastikspielzeug drin in das Bubenmagazin. Und ihr wisst, ich mag eigentlich keine Waffen. Deswegen mache ich eigentlich weniger diese Magazine. Aber hier habe ich mir jetzt gedacht, ups, ich zeige euch trotzdem mal. So, sehr viel eingerissen. Aber nichtsdestotrotz, das ist das Wakinaki-Schwert, was ich euch natürlich gleich zeige. Und das ist das Boom-Magazin Nummer 5 für rund 4 Euro. Oh, das klebt aber jetzt deftig. Aber nichtsdestotrotz, Boom-Magazin, es kennt man ja, es ist Merchandising-lastig. Ist ein Werbemagazin, sag ich jetzt einfach mal ganz frech. Und ja, ich präsentiere das nur alle paar Monate. Entweder wenn was Interessantes drin ist oder so wie jetzt was Unsinniges drin ist. Ja, aber wie gesagt, es ist meine Meinung. Ich finde es Unsinn, aber ich bin gespannt auf eure Meinung. Rest, ihr seht es selber, Werbung über alles, über Sport, Spiele, Spielzeug, Rätsel, Spaß ein bisschen drin. Oh, das Poster kennen wir ja. Ah. Auf der anderen Seite der neue Star Wars Aufstieg Skywalkers. Aber hier das Pokémon-Spiel, nicht schlecht. Wird sich zeigen, weil ich mir es besorge. Hier ist das Schwert 30 cm lang. Mehr kann man dazu nicht sagen. Dann natürlich weiter über Game-Spiele, Merchandising, Fortnite-Figuren. Also, wer das Boom-Magazin kennt, weiß es eigentlich. Es ist wirklich werbelastig. Meistens geht es wirklich darum, was dran ist, weniger was drin steckt. Das wollen wirklich, glaube ich, nicht so viele wissen. Und diesmal war eben diese Schwerte dran, ziemlich groß, 30 cm lang. Ihr habt es gerade gelesen. Ja, aber meine persönliche Meinung ist natürlich wieder, lohnt sich nicht. Aber wie gesagt, ihr schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Da ist es nun. Sieht witzig aus. 1, 2, 3 Metallschrauben. Es ist Plastik. Es ist fest. Als Dekostück irgendwo. Mal gucken. Ich schmeiße es natürlich nicht erstmal weg. Vielleicht irgendwo als so ein Bilderrahmen-Diorama von Niagus mit vorne auf dem Rahmen kleben oder oben drauf mit Lego-Figuren. Und deswegen wird das auf jeden Fall jetzt erstmal nicht weggeschmissen, weil es ist Plastik. Ja, und das heutzutage sofort kaufen. Man lohnt sich nicht wegschmeißen. Nee, nee, ist Plastik. Und dabei gibt es natürlich noch diese Wurfsterne zweimal. Na. So, was halte ich davon? Natürlich noch weniger. Ihr seht es, einfach nur so Plastikdruck, den man so in so Form gießt. Das war es, niemals geschlossen. Ein bisschen scharfkantig, wenn man die Finger jetzt hier reinsteckt. Für kleine Kinder ziehen sie raus. Es tut schon weh. Das muss man ja echt lassen. Also da ist nicht mitgedacht. Meine Finger, mich stört das ja jetzt nicht, der Schmerz. Aber ich schätze mal so, bei kleine Kinder. Oh ja. Diese Stelle ist zum Beispiel verdammt, aua, scharf. Also, meine Meinung, dieses Extra in dem Boom Magazin Nummer 5. Aber wie gesagt, ihr schreibt mir eure Meinung, wie ihr das findet, was ihr davon haltet. Wo findet ihr das? In das brandneuen aktuelle Boom Magazin Nummer 5 2019 für rund 4 Euro. Ich finde es... Das hier benutze ich als Deko-Zwecken, das hier weiß ich nicht. Aber
da müsst ihr aufpassen, wenn ihr kleine Kinder habt oder kleine Brüder, kleine Schwestern, dass die nicht mit ihren Fingern so da reingehen. Es tut weh. Aber wie gesagt, und jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr es? Habt ihr es vielleicht selber schon? Und wie lange ist es bei euch heile geblieben? All das könnt ihr für mich und alle anderen Zuschauer natürlich posten, kommentieren, ganz wie ihr es sehen wollt. Und ich sage wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.